Nach diesen intensiven Wochen finde ich endlich mal Zeit, dieses Video auch mal zu drehen. Wurde auch mal Zeit. Jedenfalls geht es auch um die Bienen, die ich jetzt schon seit gut 1,5 Monaten bei mir habe. Und dabei möchte ich mal in dem Video euch erklären oder mitteilen, welche Rasse von Bienen ich jetzt bei mir habe. Vor diesen gut 1,5 Monaten habe ich vom Freund einen Kunstschwarm von Landbienen bekommen. Das waren überwiegend Carnica-Bienen. Das ist eine der weitverbreitetsten Honigbienensorten, die es jetzt hier bei uns in Europa gibt. Das sind die herkömmlichen gelb-schwarz gestreiften. Die sind halt aufgrund ihres Honigertrags bzw. wurden auf diesen Honigertrag gezüchtet und haben auch noch spezielle andere Eigenschaften, die dem Imker recht zugute kommen. Es gibt auch andere Rassen wie zum Beispiel die Buckfast, die ist auch auf einem starken Honigertrag gezüchtet worden, wie man mir auch erzählt hat. Und das sind so bei uns die weit verbreitetsten Bienensorten, die aber nicht hier ursprünglich waren. Normalerweise kommen die mehr aus dem südlichen Bereich. Ich habe mir Freund erzählt, dass die so mehr aus der hinter den Bergen, so Italien, in der Gegend kommen. Und dass sie dann hier nach und nach eingeschleppt worden ist. Und die ursprüngliche nordische Biene, die bei uns war, das ist diese schwarze Biene, die schwarze Honigbiene. Die war zu der Zeit auch überall verbreitet. Die ist auch jetzt noch in Russland, Schweden. In Österreich nennt man sie zum Beispiel Nigra, in Belgien gibt es auch verschiedene Arten von dieser schwarzen Biene, die sich da so ein bisschen angepasst haben an den klimatischen Bedingungen, je nach Ort. In Irland gibt es zum Beispiel auch welche, da werden sie auch jetzt gerade wieder gezüchtet, und in Deutschland gab es sie früher auch, wurde dann aber dann nach dem Zweiten Weltkrieg, ich glaube, systematisch auch vertrieben. Und sehr interessant ist halt auch, dass vor dem Zweiten Weltkrieg die schwarze Biene auch noch die deutsche einheimische Biene genannt wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg, also dann zur Machtübernahme von Hitler, dass dann auch einmal die Carnica die deutsche Biene geworden ist. Das war dann für mich auch sehr interessant, als ich das dann meinem Imkerfreund, mit dem spreche ich natürlich auch über die Bienen, und der hat mir auch geholfen, meine Bienen auch hierher zu bringen. Der ist ja auch selbst Imker, also der hat mir auch bei allem Möglichen geholfen, die Bienen hier anzusiedeln. Und der hat mir dann gesagt, als ich ihm von der schwarzen Biene erzählt habe, dass das anscheinend die italienische Biene ist und die Carnica die deutsche Biene ist, was dann ich sehr interessant war, dass es irgendwie komplett umgedreht worden ist. Ich habe auch mit einem Verein geredet, das ist ein Dunkle Bienen e.V. Habe ich auch mit dem, mit dem Vorsitzenden mehrere Telefonate geführt, und der hat mir auch sehr vieles über die dunkle Biene erzählt, dass es halt genau andersrum ist. Und da habe ich mir auch dann sehr viele Informationen von ihm geholt, dass zum Beispiel die dunkle Biene an unser Klima recht gut angepasst ist. Zum Beispiel, dass wenn es nicht genug Tracht gibt, wie zum Beispiel bei uns im Frühjahr, dann schaltet die dunkle Biene einen Gang zurück. Das heißt, sie brütet halt nicht mehr oder macht neue Brut, um die sie sich zum Beispiel kümmern muss, um Honig produziert und an die Brut dann auch verfüttert. Das heißt, dass es da schon mal an dem Punkt etwas zurückschraubt. Außerdem kann es auch sein, dass sie noch ein bisschen ursprünglicher ist, dass sie halt nicht so handzahmer ist und vielleicht auch etwas stechfreudiger. Wobei man da auch sagen muss, dass mir der aus dem Verein gesagt hat, von Dunkle Biene e.V., dass die dunkle Biene nicht stechfreudig ist, wie es im Volksmund halt auch behauptet wird. Die werden dann meistens stechfreudig, wenn sie sich dann vermischen, also zum Beispiel die Carnica mit einer dunklen Biene, und dann so eine Mischform hat, dass die dann mehr oder weniger stechfreudig sind. Das weiß ich aber noch nicht ganz genau. Muss ich auch nochmal selbst mich ein bisschen schlau machen und ein bisschen herausfinden, ob das stimmt oder nicht. Wie ich am Anfang erzählt habe, habe ich Landbienen bekommen, die überwiegend von der Carnica stammten. Das war nur ein Kunstschwarm, den ich von einem Freund bekommen habe. Danke nochmal, Thorsten, dafür, dass du mir den Schwarm besorgt hast. Und dann habe ich mir noch eine extra dunkle Bienenkönigin geholt. Da bin ich mit einem Züchter aus Österreich in Kontakt. Den Verein kann ich euch auch in der Infokarte verlinken. Die ist Belegstellenbegattet. Das heißt, das ist ein extra Bereich, den sie dort in Österreich haben, wo sie dann dort ihre Bienenkönigin bzw. ihre Stöcke hinbringen. Dort während die schwärmen oder sich paaren,
dort die, ja, die Kisten oder die Beuten verweilen lassen. Das ist auch ein abgeriegelter Raum von 5 Kilometer ungefähr, dass dann dort keine nicht so die Gefahr groß ist, dass sich da andere Bienenarten kreuzen, sondern dass da dort rein, halt, rein rassige, sage ich mal, dunkle Bienen weiter fortgeführt werden. Und ich habe dann von einem Züchter aus Österreich dort eine Bienenkönigin bekommen. Die habe ich dann auf eine Wabe draufgelegt, also ein Rähmchen, da wo dann die Wabe drauf ist. Die habe ich von meinem Imkerfreund bekommen, weil ich ihn dazu auch gebeten habe. Habe dann da einen kleinen Käfig gemacht, ein bisschen Zuckerwasser rein in die Waben und dort für 8 Tage die dunkle Bienenkönigin rein und dann alle zusammen den Schwarm und dieses Rähmchen, wo die dunkle Bienenkönigin gefangen ist, habe ich dann in meinen Kasten bzw. in meine Beute reingelegt und dann habe dann 8 Tage gewartet. Ich habe halt während diesen 8 Tagen immer wieder geschaut, ob die Karnika jetzt nicht die dunkle Bienenkönigin abgestochen hat. Das kann sehr schnell passieren, weil die Karnika etwas rassistisch sind, hat man mir auch gesagt. Das heißt, dass wenn man die versucht mit einer anderen Königin, einer anderen Rasse zusammenzubringen, beziehungsweise dass die halt ein Volk bilden, dann stechen die Karnika in der Regel die dunkle Bienenkönigin oder andere Königinnen ab und versuchen dann ihre eigene Königin über eine Beißelzelle zu bekommen, damit sie halt eine Karnika-Königin haben. Jedenfalls habe ich dann dort 8 Tage gewartet, habe immer geschaut, dass die Königin, dass es der gut geht, war es auch. Und dann, nach diesen 8 Tagen, habe ich dann festgestellt, dass die Karnika sich durchgefressen haben, um die dunkle Bienenkönigin zu befreien. Und ich habe nirgendwo die dunkle Bienenkönigin tot gesehen, die war auch markiert. Keine Spur. Und jetzt nach einigen Wochen habe ich dann feststellen dürfen, weil ich die Bienen auch noch ein bisschen zufütter, dann beobachte ich halt ein bisschen, welche Bienen da an das Zuckerwasser hingehen. Und das sind wirklich dunkle Sammelbienen geworden. Das heißt, dass die dunkle Bienenkönigin akzeptiert worden ist. Den Bienen allgemein geht es sehr gut. Die bauen jetzt schön alles aus. Denen fehlt jetzt auch an nichts. Die fliegen auch jetzt schon rum und bereiten sich auch für den Winter vor. Wird euch auch versuchen, regelmäßig auf dem Laufenden zu halten. Und damit soll es auch gewesen sein von dem kleinen Video. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne könnt ihr den Kanal Freunden, Bekannten und Familie empfehlen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr es auf Social Media Plattformen teilt, wenn ihr den Kanal auch kostenlos abonniert, wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace Projekt. Bis dahin.